Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um The Revenant, der Rückkehrer von Michael Punke. Ich denke mal, dass man ihn in Deutsch ausspricht, oder? Weil er aus der Schweiz kommt ursprünglich. Kann aber sein, dass er das später hat irgendwie anpassen lassen. Egal, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich hatte das Buch aus einer Krabbelkiste bei McGuides. Vor einer halben Ewigkeit hatte ich meiner Mutter mal die DVD zu The Revenant geschenkt, und für mich persönlich kam es nicht in Frage, den Film zu sehen, weil ich nicht der größte Fan von Leonardo DiCaprio bin. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Deswegen wusste ich nicht, dass es ein Buch dazu gibt. Habe das aber dann tatsächlich mitgenommen, als ich es bei McGuides in dieser Krabbelkiste gefunden habe. Und ja, deswegen habe ich es eben jetzt gelesen. In The Revenant geht es um Hugh Glass. Hugh Glass arbeitet für eine Firma, die Pelze verkauft, im Jahre 1823. Er ist da mit einer Truppe in der Wildnis unterwegs, und wird dann dort von einem Bären angegriffen, der ihn sehr stark zurichtet. Er ist unheimlich stark verletzt, und die Männer haben wenig Hoffnung, dass er den nächsten Tag überhaupt überleben würde. Sie entschließen sich, ihn erstmal mitzunehmen, bis er eben gestorben ist. Sie können ja jetzt nicht einfach in ein Grab schmeißen, solange er noch lebt. Irgendwann ist es dann aber so, dass die ganze Truppe sich tatsächlich mal schneller fortbewegen müsste, weswegen der Kommandant da, dieser Captain, dann beschließt, nur zwei Leute bei Hugh zu lassen. Damit er nicht alleine ist, während er stirbt, ganz einfach. Aber die Truppe auch nicht weiter ausgebremst wird, quasi. Genau, deswegen werden dann Bridger und Fitzgerald bei Hugh gelassen. Beide aus verschiedenen Motiven. Also, es heißt zwar, sie bekommen extra Geld dafür, aber Bridger macht das eigentlich eher aus Freundschaft zu Hugh, und Fitzgerald macht es wegen dem Geld eben. Die beiden kümmern sich dann für die nächsten Tage um Hugh, der einfach nicht stirbt. Sie warten drauf, sie haben sogar die Grube schon ausgehoben, aber er stirbt einfach nicht. Aber Fitzgerald sieht dann irgendwann in der Ferne, er sieht Indianer in der Ferne, vom Stamm der Arikara. Waren es Arikara oder Arikira? Arikara, ich hatte recht. Und deswegen sagt er Bridger Bescheid, dass sie sich praktisch sofort auf den Weg machen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen, ganz einfach. Sie können jetzt nicht länger bei Hugh bleiben, sagt er. Weswegen sich die beiden dann tatsächlich von Hugh entfernen. Fitzgerald nimmt ihm dann noch die gesamte Ausrüstung ab, gibt einen Teil davon an Bridger ab. Und dann lassen die beiden ihn zurück. Entgegen aller Erwartungen überlebt Hugh das aber. Und als es ihm langsam besser geht, schwört er sich, Rache zu üben an den beiden Männern, die ihn so verlassen haben, einfach zum Sterben zurückgelassen haben in der Wildnis. Und macht sich dann auf den sehr weiten Weg, um die beiden wiederzufinden. So, das ist so grob das, worum es in dem Buch geht. Es gibt noch andere Elemente, die hier eine Rolle spielen. Zum Beispiel natürlich der Konflikt mit den Indianern zur damaligen Zeit, der damals noch sehr, sehr krass war. Also es war da sehr schwer zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Es gab Stämme, die haben sich mit den Weißen irgendwie geeinigt. Und dann gab es welche, die waren eben sehr, sehr kriegerisch unterwegs. Das war auch das, was das Buch, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach spannend gemacht hat. Also diese ganze Rachegeschichte fand ich persönlich jetzt nicht besonders interessant, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich fand das Motiv, ehrlich gesagt, eher etwas dünn. Und im Nachhinein betrachtet wurde das tatsächlich im Film etwas besser gelöst. Meine Mutter hatte mir das zwischendurch erzählt. Also ich habe ihr erzählt, dass ich das Buch jetzt lese, und dann hat sie mir so ein bisschen von dem Film erzählt und hat gesagt, dass Hugh da noch seinen Sohn dabei hatte. Und ich sage, in dem Buch gibt es keinen Sohn. Ich finde aber tatsächlich, durch das Element des Sohnes
ergibt diese ganze Rachegeschichte dann doch ein bisschen mehr Sinn. Also ich fand es schon ein bisschen dünne, so. Weiß nicht, ich meine, ich bin jetzt kein Mann, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ne, wenn du gerade dem Tod entronnen bist, dass du dich dann hier 5000 Kilometer auf den Weg machst, um Rache zu üben. Also es ist ein Motiv, was jetzt nicht unbedingt. Das wäre ich zumindest jetzt jedenfalls nicht. Also ich würde das so nicht machen. Ich wäre dann erstmal froh, dass ich noch am Leben bin und würde anfangen, mein Leben zu genießen. aber okay. Vielleicht sehen die Männer in der Runde das anders. Bin ich mir nicht sicher. Das Buch basiert ganz offensichtlich auf realen Personen und Ereignissen, die dann mehr oder weniger so wiedergegeben wurden. Ob das jetzt alles so stimmt, kann ich nicht genau sagen. Ich nehme an, dass da auch einiges übertrieben wurde. Und ja, von daher, dieses Buch basiert auf den realen Ereignissen, die irgendwann mal niedergeschrieben wurden, die tatsächlich 1823 so oder so ähnlich passiert sein könnten. Und dann basiert der Film dann nochmal auf diesem Buch hier scheinbar, aber ein bisschen loser. So. Es war sehr spannend, die verschiedenen Perspektiven hier zu sehen. Also wir haben ja einige Personen, die dann wo immer mal die Perspektive gewechselt wird. Natürlich haben wir Hugh, dann haben wir aber auch den Fitzgerald und den Bridger, die ab und zu mal zu Wort kommen und auch den Captain. Und ja, also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es war eher so durchwachsen für mich. Also man kann es mal lesen, aber so richtig fett gepackt hat es mich jetzt nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Das lag aber, wie gesagt, eher am Thema. Und nicht am Schreibstil. Der Schreibstil war aber sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ist das jetzt hier? Ja. Es wurde insgesamt 306 Seiten. Es ist unterteilt in mehrere Teile, die verschiedene Abschnitte der Geschichte widerspiegeln. Und dann gibt es vorne und hinten dann noch eine Karte, damit wir ungefähr wissen, wo wir uns gerade befinden. Quasi mitten in der Handlung. Was ich sehr schön fand, habe ich auch immer mal zurückgeblättert. Man kann aber auch nach hinten blättern, weil hinten ist dieselbe Karte nochmal. Je nachdem, was gerade näher ist. Fand ich sehr praktisch. So, normalerweise kann ich euch nicht sagen, wie viel das Buch kostet, weil da ist so ein Aufkleber drauf. Ne, ich glaube, den kriege ich jetzt nicht auf. Meine Ausgabe ist jedenfalls aus dem Verlag Pipro. Und, warte mal, 9,99 € kostet es normalerweise. Ich habe 3,99 € dafür bezahlt, weil es ein Mängelexemplar ist, steht zumindest hier drauf. Es ist kein sichtbarer Mangel vorhanden, aber Mängelexemplar wird meistens drauf gedrückt, auch um den Buchhandelspreis zu umgehen. Die Originalausgabe ist von 2002 und meine Ausgabe ist von 2016. So. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, es war nicht so ganz richtig mein Thema, aber kann man mal zwischendurch lesen. Der Schreibstil war, wie gesagt, sehr angenehm. Das Buch hatte definitiv Stärken und Schwächen. Zum Beispiel eben das Motiv, was ich jetzt persönlich für eine Rachegeschichte ein bisschen zu dünne fand. Aber das kann auch an mir liegen. Vielleicht sehen andere Leute das anders. Und ja, dann würde ich sagen, warst du schon auf meiner Seite? Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.